Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Glencore und der potenziellen Übernahme von der Teck Resources. Ja, im letzten Video sind wir ja auf das Angebot eingegangen, welches allerdings von der Teck Resources nicht angenommen wurde. Nun hat also die Glencore mit einem offenen Brief geantwortet. Hier zu sehen, vor 2 Tagen hat man diesen offenen Brief publiziert an eben die Aktionäre von der Teck Resources. Ja, man geht darauf ein, die verschiedenen positiven Aspekte von eben dieser Fusion, welche ja zusammengefasst dann in einem, also in 2 neuen Firmen resultieren würde. Zum einen das Metallgeschäft in Metals Co. und dann das Kohlegeschäft bei Coal Co. Ja, kombiniert in diesen 2 neuen Unternehmen. Ja, des Weiteren geht man darauf ein, dass wenn eben die Mehrheit von den Aktionären für eine solche Fusion wären, dass sich dann der Vorstand, Herr Dr. Kiewil, auch dafür aussprechen würde. Das ist allerdings derweil nicht der Fall, denn er begrüßt den Aufsplittungsplan, den Sie ja publiziert haben. Ja, hier in einer spannenden Grafik, als Sie eben diesen Aufsplittungsplan publiziert haben, am 21. Februar, also auch die Teck Resources möchte das Metallgeschäft von dem Kohlegeschäft trennen. Und das haben Sie eben am 21. Februar publiziert. Und der Aktienchart hier in Blau zu sehen, hat dann eben relativ negativ reagiert mit einem zeitweiligen Minus von bis zu 24%. Ja, ebenfalls spannend zu sehen, dass dann eben das nach dem Angebot von der Glencore am 3. April die Aktie wieder stark zugelegt hat. Also hier eine positive Reaktion auf das Angebot, natürlich auch aufgrund von dem Kaufpreis, die Glencore hier ja verbindlich angeboten hat. Ja, des Weiteren geht man in dieser Präsentation noch auf weitere Vorteile ein. Also Glencore gibt sich hier Mühe und möchte eben eine solche Fusion wirklich auch an den Aktionären von den Teck Resources schmackhaft machen. Ja, man hat dazu auch 2 unabhängige Aktionärsberater beigezogen. Zum einen die ISS, die sich gegen den Aufsplittungsplan von der Teck Resources ausgesprochen hat. Und zum anderen Glass Lewis, die sich ebenfalls gegen diesen Aufsplittungsplan ausgesprochen hat und zusätzlich für eine weitere Verhandlung mit der Glencore empfohlen hat. Ja, derweil ist eben hier zu sehen Sumitomo, ein japanischer Bergbaukonzern, zusammen mit Herrn Dr. Kiewil in der Stimmenmehrheit. Also wenn diese 2 Parteien die eigenen Aufsplittungspläne bevorzugen, dann wird das vermutlich am nächsten Mittwoch, am 26. April, auch so abgestimmt. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn es hier einerseits eine Reaktion von den Aktionären gäbe, die Herr Kiewil dann zu einem anderen Entschluss überreden könnten, dann würde man dann vermutlich die Verhandlungen weiterführen mit der Glencore und mit einer Fusion enden. Ja, hier zu sehen, ein weiterer Aktionär von der Teck Resources, die eine solche Fusion bevorzugen würden, die China Investment Corporation, also das ist der chinesische Staatsfonds mit einem sehr hohen Volumen von eben diesen 1,2 Trillion US-Dollar, also Billionen wären es dann bei uns, also hier ein Akteur wäre, welcher dafür wäre. Ja, hier zu sehen die Teck Resources mit eben diesem starken Anstieg nach dem Angebot von der Glencore mit einer Gesamtbewertung von 24 Milliarden US-Dollar. Ja, und die Teck Resources läuft eben auch Gefahr, bei einer Annahme von dieser Aufsplittung, also von den eigenen Plänen, dass man dann wieder Aktionärswert vernichten würde. Wie wir es ja in der Grafik gesehen haben, hat der Markt diese Meldung nicht sehr erfreulich aufgenommen und den Aktienkurs etwas sinken lassen. Ja, das wäre ein potenzielles Risiko, das natürlich bei einer solchen Abstimmung erneut eintreten würde. Ja, hier noch zu sehen die Glencore-Aktie, welche nicht sehr stark reagiert hat. Also man hat im 1-Monats-Chart ein Plus um knapp 11% und im 6-Monats-Chart ja ein Minus um knapp 1%. Ja, das ist also die Situation, welche derzeit vorherrscht. Stichtag ist nächster Mittwoch, 26. April, bei der Versammlung von der Teck Resources, wie sie dann abstimmen werden für den eigenen Aufsplittungsplan
oder dagegen, was dann für eine Fusion mit der Glencore sprechen würde. Ja, hier noch zu sehen der Produktionsplan, welcher Glencore publizieren konnte vom Q1, den wir auch noch schnell betrachten. Auffällig zu sehen, dass sie eben die Voluminas weiterhin gekürzt haben. Auffällig auch zu sehen, dass es eine erhebliche Kürzung gab bei Nickel und bei Silber um jeweils fast 30% und lediglich bei Kobalt ja, und bei Chrom eine Steigerung hatten von kleinen 8% oder eben diesen 3%. Also auch das eine spannende Entwicklung, dass man sich eben hier dass man das Angebot der Nachfrage anpasst, um eben diese hohen Preise halten zu können, die derzeit bei den meisten Metallen vorhanden sind und die eben das Geschäft von der Glencore auch sehr profitabel machen. Ja, was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.